Hallo Freunde, guten Tag. Heute wird es farbenfroh. Es gibt heute eine Spaghetti Bolognese, aber in einer Abwandlung. Und zwar schwarze Spaghetti, und zwar Black Bean. Die wollte ich euch ganz gern zeigen. Die habe ich neulich mal ausprobiert. Diese Nudeln finde ich spitze. Viele Nudeln, die man glutenfrei hat oder Linsennudeln oder sowas, die, ja, die pappen ja eher und kleben so. Aber die sind richtig bissfest und man kann sie auch den nächsten Tag zum Beispiel auch noch anbraten. Und dazu gibt es eine Linsen-Bolognese. Ich habe euch ja schon mal eine Bolognese gemacht aus meinen getrockneten Tomaten und aus den Walnüssen. Und jetzt gibt es sie aus Linsen. Sie ist wirklich köstlich und sehr lecker. Und ich weiß ja, dass Pasta ja eins unserer Lieblingsgerichte ist. Also bei mir auch. Und deshalb soll es eben auch knackig und gesund sein. So, ihr Lieben. Also hier mein Töpfchen mache ich einfach schnell warm. Es ist nämlich wirklich ein ganz, ganz leichtes Gericht. Und trotzdem bietet es uns ganz viel Protein. Also für alle Protein-Junkies da draußen, sagt dieses Video weiter. Hier ist die volle Power für Muckis und fürs Gehirn. So, wir brauchen Zwiebeln. Ich habe ein bisschen Selleriestange ganz fein gehobelt. Karotten habe ich zwei Stück genommen, aber jeweils eine halbe in Gelb und in Blutrot. Also das ist ja eigentlich die ursprüngliche Karotte, die gelbe, die wir, also die orangefarbene, die wir kennen, ist ja so die domestizierte. Ein bisschen Tomatenmark, Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Chili, eine Dose Tomaten und selbstverständlich den Star hier. Ich nehme in diesem Fall rote Linsen, ihr könntet auch braune Linsen nehmen. Die roten Linsen oder die braunen Linsen muss man nicht einweichen vorher. Das finde ich natürlich ist ein Verarbeitungshit. Ich habe sie trotzdem gut abgespült. Und übrigens, es ist noch nicht ganz so weit, will ich euch noch sagen, in meinem Kochbuch Alles verwenden, da ist auch eine große Rubrik über rote Linsen drin. Da mache ich nämlich ganz, ganz viele Gerichte mit, also Burger und Dahl und so weiter und so fort. Also mit Linsen kann man so wahnsinnig viel machen. Diese Hülsenfrucht ist einfach ein Geschenk des Himmels für uns. So, ich mache die Zwiebeln und den Knoblauch schnell in meine Pfanne. Dazu gebe ich für den Schmackes gleich jetzt schon, damit die ganzen Aromen so richtig reingehen, das Tomatenmark. Das Rezept, das habe ich natürlich ganz explizit, oh, mir fehlt schon wieder ein Löffel, in die Infobox geschrieben. So. Wer aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel kein Sellerie mag, kann natürlich auch Pilze nehmen. Aber ich mag das ja gerne, wenn so ein bisschen unterschiedliche Farben in einer knackigen Soße sind. Und ja, so soll es sein. Jetzt kommen schon meine Linsen dazu. Die lasse ich im Prinzip auch mal kurz mit anrösten. Das ist ganz gut, wenn ihr das dabei immer rührt, weil dann kann euch nichts anbraten. Nachher ist das ein total zeitunaufwendiges Gericht, weil es dann einfach vor sich hin brutzelt und dann einfach irgendwann schnell fertig ist. So, und jetzt gieße ich es ab mit Gemüsefond. Wie ich den mache, schreibe ich zum Beispiel auch genau in meinem Buch. Aber das wisst ihr ja auch schon, habe ich ja euch schon verschiedene Videos auch zu gemacht. So. Und das lassen wir jetzt einfach ein bisschen vor sich hinbrutzeln. Deckel drauf, Freude drunter. So, Freunde, weiter geht es. Ich sag ja, da ist Freude unter dem Deckel. Jetzt gebe ich die Karotten dazu. Toll. Die roten, die färben ja immer so ein bisschen dunkel. Und den Sellerie. Und meine geschälte Tomatendose. So viele schöne Farben sind das wieder. Ein bisschen Salz kommt dazu. Wer möchte, kann, wenn er an eine Bolognese erinnert werden möchte, auch zwei Tröpfchen Liquid Smoke dazu geben. Das reicht völlig. Damit sollte man wirklich ganz, ganz sparsam sein. Gut, ich mache noch ein ganz klein wenig Chili mit dazu. So.
Hopp, rein damit. Ich mache den Deckel nochmal zu, damit die Feuchtigkeit schön drin bleibt. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch, dass ich gerade ja schon meine Nudeln gekocht habe. Und zwar habe ich euch, ich verlinke euch die unten in der Infobox, wenn euch das interessiert. Man probiert ja immer so viele unterschiedliche Nudeln aus, Linsennudeln, Bohnennudeln und manchen einfach so zusammen. Aber bei denen ist es nicht so. Und das sind in dem Fall schwarze Bohnennudeln. Und die sind echt richtig toll. Lecker, bissfest. Noch ein bisschen warm, aber. Ganz toll. Also darüber bin ich echt froh, dass ich die entdeckt habe. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und die essen wir gleich zu unserer tollen Soße. So, schon nach kurzer Zeit. Oh ja. Ach, da seht ihr es schon, wie toll. Ja, die ist fertig. Super. Abschmecken. Ganz genau richtig. Ach, toll. Okay, hier also unser Teller. Unsere Nudeln. Super. Dann wollen wir mal. Ein bisschen außen rum. So. Und jetzt noch etwas frische Petersilie darüber. Könnt natürlich auch Basilikum nehmen. So. Toll, ein bisschen Pfeffer. Und ab geht die Maus. Mann, das ist lecker, kann ich euch sagen. Und mit den Nudeln werdet ihr Riesenspaß haben und mit der Soße erst. Und das Tolle ist, dass ihr die auch wieder gleich für mehrere Tage vorkochen könnt. Ihr könnt, wenn ihr noch Nudeln über habt, sie am nächsten Tag in der Soße erwärmen. Und ihr könnt diese Linsen-Bolognese auch super kalt essen. So als Salat zum Beispiel auch. Ja, das war's für heute. Hier ist meine Gabel. Ein ganz neues Spaghetti-Erlebnis, ehrlich gesagt. Ihr solltet auch diese Nudeln probieren. Also ihr Lieben, das war's für heute. Bis bald. Und ihr wisst ja, sagt's weiter. High Protein, yeah. Wenn einer fit ist, dann sind wir's. Tschüss. So gut. Die Nudeln sind so gut. Toll. Wirklich ganz toll. Linsen, Linsen bringen mich zum Grinsen, Grinsen.